Hallo Leute, so, ich dachte mir, ich nehme euch heute mal noch mit, wenn ich die Pia umziehe. Aktuell hat sie das an, und zwar diese Latzhose und diesen gestreiften Pullover drunter von H&M und die Strumpfhose hat sie drunter. Ich fand das ganz süß mit den Socken. Genau, ich habe aktuell noch erst zwei oder drei Paar Socken von ihr gewaschen. Sagen wir es so, ich habe seit 2 Wochen nichts mehr weiter gewaschen, weil ich einfach keine Zeit dafür finde. Naja, dann halt mit den Sachen, die gewaschen sind, ne? Genau. Dann viel Spaß beim Umziehen. So, ich hoffe jetzt, ihr könnt sie gut sehen. Genau. So, seitdem ich ihr etwas Füllung entnommen habe, ist sie recht wackelig, aber ich finde sie einfach zum Handhaben, weil sie nicht mehr so steif ist. Genau. Ziehen ihr jetzt erstmal die Latzhose aus. Dafür legen wir sie aber hin, weil das geht nicht anders. Dann werden hier die Seiten aufgemacht. Die ist ganz einfach auszuziehen. Theoretisch hat sie unten, das seht ihr jetzt nicht, kann man die Beine auch aufmachen. Könnte man sie wickeln. Genau, ich finde diese Latzhose richtig toll, weil die ist innen komplett mit so weichem Stoff ausgefüllt und allgemein ist sie schön weich. Das heißt, sie ist quasi wie eine Jogginghose, sieht aber toll aus. Das heißt, das Kind muss nie quasi das Gefühl haben, ich werde hier reingequetscht. Ups. So, ich zeige euch jetzt noch, was sie hier anbekommt. Findet ihr nicht, wie süß? Die Füße so süß. Ich finde die so knuddelig. Jetzt muss ich schnell das Outfit holen, das habe ich jetzt im Bad vergessen. Einen kleinen Moment bitte. Und weiter soll es gehen. Weil ich ziehe jetzt direkt mal von unten her den Strampler an. Heute gibt es diesen hier vom C&A Baby Club Größe 80. Ihr seht jetzt nur die Füße recht wenig, ne? Ich muss euch etwas anders hin tun. Das geht jetzt nicht so einfach. Ja, jedenfalls ziehe ich ihr jetzt den Schlafanzug an. Einmal Fuß. Dann muss ich sie nicht 5-mal hinsetzen und hinlegen. Einmal Fuß. Geht das etwas besser. Ich ziehe auch nur Schurksocken an, damit die Füße warm bleiben. Irgendwie sind die Socken komisch. Genau. Irgendwie werden die ein bisschen ausgeleiert. Ich glaube, die habe ich nicht. Die habe ich bestimmt von meiner Schwester. Also von meiner Kleinen quasi. So. Dann setzen wir sie mal wieder hin. Moment, ich schiebe euch mal wieder auf die Ausgangsposition. Hier sitzt sie. Wir müssen ihr noch die Spängerchen wegmachen. Zack. Das ist eigentlich nur eine ganz normale. Und dann bin ich da hingegangen, habe da Paketband genommen und habe da quasi Schleife drin gebunden. Genau. Die habe ich so gekauft. Ich glaube, die gab es im DM mal. Genau. Aber die brauchen wir ja heute Nacht nicht. Jetzt ziehen wir mal das Oberteil aus.
Seht ihr die Haare? Die haben so eine Welle drin durch die Spange. Das ist so süß. Ich glaube, ich muss sie hinsetzen. Ihr seht sie gar nicht. Das ist so schwierig. Sie mag heute nicht, ne? Ich glaube, das Licht ist schlecht. Naja, wir haben auch schon fast 11. Viel zu spät, ne? Kind mag nicht. Das ist nämlich immer etwas schwierig, finde ich. In solche Sachen an den Arm reinzukommen. Was ich toll finde an diesen Stampeln, man muss sie nicht über den Kopf ziehen. Geil. Die müssen nicht über den Kopf. Nein, nein, nein. Ruinieren die Frisur nicht, denke ich immer. Genau. Sind wir auch schon fast fertig. Gleich musste ich doch noch hinlegen, Mausi. Ja, ich muss sie noch mal hinlegen. Ich bekomme sonst den Schlafanzug nicht zu. Was ich auch unbedingt noch machen, entweder ich nähe sie selber. Bodyverlängerung bräuchte ich. Durch die Stoffwindeln passen ihr fast die ganzen Bodies nicht mehr. So, jetzt sind wir aber fertig. Jetzt seht ihr noch weniger von ihm. Aber jetzt nehme ich euch runter von dem Stativ. So sieht sie aus. Schön hergerichtet fürs Bettchen. Und dann sagen wir auch, guckt sie gut. Guckt mal, die Leute. Jetzt guckt sie doch schön. Immer mit einem schiefen Kopf. Dann sagen wir gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.